relativ kurzen Video werden wir uns damit beschäftigen, wie wir Signifikanzen ausrechnen können für den Fall, dass wir nominale Daten miteinander vergleichen, wenn Chi-Quadrat nicht anwendbar ist, weil zum Beispiel die Stichprobengröße insgesamt zu klein ist oder weil bestimmte Erwartungswerte zu klein werden. Chi-Quadrat hat ja die Anforderung, dass die Erwartungswerte größer als 5 sein müssen und dass die Stichprobengröße insgesamt größer als 50 sein müssen oder muss. Wir arbeiten wieder mit unseren Bernsteinfunden, mit diesem Datensatz, und für den Chi-Quadrat-Test für Bernsteinfunde. Und ich bleibe mal bei der unkorrigierten Version. Ups, chi-square.test. Haben wir schon ein Ergebnis rausbekommen. Das sieht alles soweit ganz prima aus. Damit können wir arbeiten. Wir bekommen einen Chi-Quadrat-Wert raus und ein Signifikanzniveau. Hierhinter steckt ja wiederum ein spezielles Ausgabeformat hinter dem Ergebnis des Chi-Quadrat-Testes. Wenn ich das ausführe und mir die Struktur der Ausgabevariable anschaue, haben wir schon gesehen, dass hier sich verschiedene Dinge hinter verstecken, wie zum Beispiel Statistics. Da hatten wir bei dem hatten wir das letzte Mal den Chi-Quadrat-Wert rausgezogen. Was wir hier auch drin haben, sind die Erwartungswerte. Die können wir hier entsprechend auch uns direkt ausgeben lassen, wenn wir das ausführen. Und wir sehen, dass die Erwartungswerte hier alle groß genug sind, über 5 sind. Insgesamt haben wir 200 Objekte oder 200 Beobachtungen in diesem Datensatz. Das ist alles prima. Was aber, wenn wir einen etwas kleineren Datensatz haben, wie zum Beispiel Bernsteinfunde kleiner. Wenn wir den Bernsteinfunde-Datensatz nehmen und ihn durch 2 teilen. Hiermit wird ja an jeder Stelle in der Tabelle wird durch 2 geteilt, sodass wir einen halbierten Datensatz bekommen. Das Ganze ausgeführt, und wenn ich hier den Chi-Quadrat-Test mit dem Datensatz kleiner ausführe, bekomme ich schon mal vom Chi-Quadrat-Test eine Meldung zurück, dass die Chi-Quadrat-Abschätzung inkorrekt sein kann. Und wenn ich mir die Erwartungswerte anschaue, dann sehe ich, dass dieser Wert hier unter 5 ist, wo mir klar ist, warum das der Fall ist, warum Chi-Quadrat also an dieser Stelle nicht anwendbar ist. Wir können unseren Datensatz noch kleiner machen, indem ich ihn zum Beispiel durch 5 teile. Wir hatten ja ursprünglich 200 Fundstellen hier drin. Das wird jetzt allerdings, wenn ich das ausführe, bekommen wir gebrochene Zahlen heraus. Also runden wir das Ganze nochmal. Round. Wunderbar. Noch kleiner. Und wenn ich das wiederum ausführe, beziehungsweise wenn ich mir erstmal die Summe dieser Variable anschaue, die Gesamtfallzahl also, landen wir bei 40. Damit sind wir auch unterhalb der nötigen Stichprobengröße. Naturgemäß werden jetzt nach wie vor meine Erwartungswerte noch kleiner. Das heißt, hier kriegen wir in diesem Fall aus 2 Gründen einen Fehler heraus. Dann können aus 2 Gründen Chi-Quadrat nicht anwenden. Aber man kann natürlich auch Fälle konstruieren, wo n unter 50 ist, aber die Erwartungswerte trotzdem noch über 5 sind. Dennoch ist Chi-Quadrat an dieser Stelle nicht anwendbar. Der Chi-Quadrat-Test selbst, deswegen kriegen wir die Fehlermeldung herausgegeben, in R ist so programmiert, dass wenn, hier im Code steht das, wenn einer der Erwartungswerte unter 5 ist, diese Warnung ausgegeben wird. Also darauf achtet Chi-Quadrat die Implementation in R selber schon. Das ist ganz angenehm. Wie gesagt, es geht dieses Mal um eine Alternative, und zwar um den Fischers-Exakt-Test, der wie folgt definiert ist. Also wir haben wieder mal unsere 4 Felder, unseren 4-Felder-Fall, und
Der Fischers Exakttest nun sieht so aus, dass wir über diesen Vierfelderfall zum Beispiel arbeiten, in diesem Vierfelderfall, indem wir jeweils zwei Zellen miteinander addieren, dazu die Fakultät bilden, also erst einmal diese beiden, dann diese beiden, dann diese beiden, dann diese beiden. Und das Ergebnis teilen wir durch die Fakultät der Gesamtzahl mal die Fakultät von A, B, C und D. Und bekommen hier unseren Fischerswert, unseren Fischersphi dabei heraus. Das ist zumindest die Variante für die Vierfelder-Tafel. Und die Variante, die man quasi mit dem Taschenrechner noch nachvollziehen kann, sofern der Zahlenbereich kleiner ist. Es gibt auch eben die Option, das auf mehr als vier Felder auszurechnen, und es gibt die Implementation in R, die nicht mit dieser Formel arbeitet. Das Problem ist nämlich, wenn wir, ja, das Problem ist, dass wir hier diese Fakultäten drin haben, und bei Fakultätswerten ist es gegeben, dass wir relativ schnell große Werte erreichen. Wenn ich zum Beispiel die Fakultät hier einfach ausrechne, A und B, das sind ja in meinen Bernsteinfunden, Funde, die Zelle 1,1, also oberste links, und die Felle 1,2, oberste rechts, also diesen Bereich, und davon die Fakultät bestimme, so landen wir bereits bei einer Zahl mit 23 Nullen am Ende, was schon relativ hoch ist. Wenn wir jetzt direkt n nehmen wollen, was wir für die Formel ja auch brauchen würden, das wäre also die Summe der Bernsteinfunde aller Fälle, dann bekommen wir bereits eine Meldung, dass das entsprechend nicht ausgerechnet werden kann. Hier, wir landen im Unendlichen als Rückgabewert, weil die Zahl bereits den Zahlenbereich des Computers sprengen würde. Dennoch kann unser Fischer-Test, wie er implementiert ist, dafür einen Wert ausrechnen, weil eben der Algorithmus dann doch etwas anders ist als das, was hier in der Formel steht. Die Ausführung ist wiederum denkbar simpel. Wir rufen Fischer-Test auf von Bernsteinfunde und erhalten entsprechend ein Ergebnis mit unserem P-Wert, mit unserem Signifikanzwert, der uns anzeigt, dass wir hier einen Signifikant von zufälliger Verteilung oder gleichmäßiger Verteilung abweichende Verteilung in den Bernsteinfunden vorliegen haben. Und das Ganze funktioniert auch bei unserem verkleinerten Datensatz. Auch hier bekommen wir ein Signifikanzniveau, und das ist kleiner, wie es sein sollte, da wir weniger Fälle betrachten und von daher die Unsicherheit des Tests auch größer ist. Und für Fischer und mit Fischer bekommen wir auf unseren noch kleineren Datensatz ein Signifikanzniveau ausgegeben, das wiederum größer ist, weil, also die Signifikanz ist kleiner, ist aber immer noch signifikant, weil natürlich wiederum unser Datensatz verkleinert worden ist und wir nur mit 40 Fällen arbeiten. Dennoch kann der Fischer-Test auch sehr kleine Datensätze entsprechend verarbeiten und gibt da noch sinnvolle Ergebnisse heraus. Wer das Ganze mal nachschlägt, wird darauf kommen, dass es auch noch weitere Alternativen gibt, wie zum Beispiel den Banach-Test. Der ist allerdings nicht standardmäßig in R implementiert, und für die allermeisten Fälle, denke ich mal, ist man mit dem Fischer-Test auch gut dabei, wenn der Chi-Quadrat-Test nicht anwendbar ist. Bei sehr großen Zahlenmengen wird allerdings die Berechnung auch in R schwierig. Also bei sehr großen Zahlenmengen kann und sollte man auch durchaus beim Chi-Quadrat-Test bleiben. Nur wenn die Anforderungen für den nicht erfüllt sind, kann man auf den Fischers-Exakt-Test ausweichen.